Willkommen, liebe Freunde, bei Freitalk. Freitalk? Was ist das denn? Nie gehört? Stimmt, da haben Sie recht. Ist ja auch neu bei Xtreme24. Ich bringe es mit diesem Wortspiel mal so auf den Punkt. Mit Freitalk versorgen wir Sie kurz und bündig mit Nachrichten, Trends, Neuheiten und natürlich aktuellen Angeboten. Und mit Talk gebe ich mir auch gleich das erste Stichwort. Mein erster Talkgast heute hier und live zugeschaltet im Studio ist Andreas Braun von Falla. Und ich hoffe mal jetzt, er kann mich gut hören und auch sehen. Hallo Andreas, wie geht's? Hallo Frank, mir geht's gut. Grüße in die Hauptstadt. Danke, danke, danke. Meine Sendung Freitalk ist ja genauso brandneu wie eure Webseite. Richtig, wir waren fleißig die letzte Zeit. Wir haben unsere komplette Webseite überarbeitet, neue Bilder gemacht, neue Texte geschrieben, alles auf den Zahn der Zeit gebracht, wie man so schön sagt. Wir können jetzt unsere Webseite auf Handys, auf Tablets und auf Computern benutzen. Und für alle, die sie noch nicht gesehen haben, schaut sie euch mal an. Es macht Spaß, sie zu benutzen und man kann viele tolle neue Dinge entdecken. Ich habe mal ein bisschen in den Rubriken gestöbert. Es macht Spaß. Es ist alles recht übersichtlich. Es ist modern und frisch geworden. Da ist mir unter anderem aber auch eine Rubrik unsere Neuen aufgefallen. Also mit Neuen meint ihr nicht neue Mitarbeiter oder wie ist das gemeint? Nee, unsere neuen Mitarbeiter sind es nicht, sondern wir haben jetzt auf der neuen Webseite die schöne Funktion, dass alle lieferbaren Neuheiten direkt auf der Startseite präsentiert werden. Also immer, wenn was Neues kommt, kann ich als Kunde, wenn ich mich regelmäßig auf unserer Seite durchstöber oder wenn ich da vorbeigucke, sehe ich unsere Neuheiten und kann mich davon inspirieren lassen und die dann, wenn es gut läuft, auch kaufen. Genau. Und es ist ja auch toll gemacht. Es ist ja mit einem grünen, gelben und sicherlich roten Punkt versehen. Also bei unseren neuen Nicht-Mitarbeitern sind zum großen Teil jetzt grüne Punkte. Ganz aktuell habe ich gesehen, bei dem Stadthaus ist schon gelb. Das scheint wohl ein sehr gefragter Artikel zu sein. Das scheint sehr gefragt zu sein. Da haben vielleicht unsere Händler und unsere Kunden direkt losgelegt und bestellt. Bei allem Rumstöbern habe ich aber noch was vermisst. Ihr hattet doch immer das Modell des Monats, hatte ich noch so im Gedächtnis. Wir hatten, glaube ich, im Januar bei der Neuheitenvorstellung darüber auch gesprochen. Nur, wo finde ich die jetzt eigentlich und wenn es die noch gibt, was kommt eigentlich jetzt in diesem Monat als Monatsmodell? Also die Monatsmodelle haben wir nach wie vor. Die sind nur für die Kunden, die vielleicht nicht so regelmäßig bei uns auf der Seite sind, ein bisschen versteckt. Da haben wir auch schon einige Zuschriften bekommen. Wir lesen die auch alle, auch wenn wir vielleicht nicht allen Hunderten, die wir bekommen, direkt antworten können. Einfach, weil wir uns auch noch um vielleicht zwei, drei andere Themen bemühen müssen. Die sind versteckt bei aus der Reihe. Also da sind auch Hobbymodelle und andere Dinge. Ah ja. Einfach über Miniaturwelten aus der Reihe und da sind quasi die ganz besonderen Dinge sind da versteckt, wie auch die Monatsmodelle. Und da haben wir jetzt im Moment das große Siedlungshaus in H0. Sieht ganz schick aus mit blauer Fassade, gefällt mir auch ganz gut. Und in N ist ja so, da kommt nicht jeden Monat ein Modell, aber trotzdem gibt es Monatsmodelle. Da freue ich mich schon auf die Ölförderpumpe im Juni. Die kann man motorisieren und das in N finde ich ein total tolles Highlight, dass man ein kleines Modell in der Größe, also so eine Ölförderpumpe, wie man die sicherlich auch kennt, motorisiert dann auf seine Anlage stellen kann. Ja, ihr habt ja aber auch eine prima Übersicht, welche Marken ihr im Sortiment führt. Das ist ja wirklich sehr vielschichtig von A bis Z. Aber da ist mir ja beim Stöbern was ganz Überraschendes aufgefallen. Ich dachte erst, es ist ein Schreibfehler von euch, aber nö, da steht tatsächlich Hornby. Ja, mit Hornby. Also es ist so, der Brexit macht die Bestellungen für Endkunden nicht ganz so einfach. Und wir haben schon eine langjährige Zusammenarbeit mit Hornby.
und haben uns jetzt quasi darauf geeinigt, dass wir den Vertrieb für Deutschland übernehmen, weil wir die Vertriebsstrukturen und eben auch die Händler deutschlandweit haben. Und wir übernehmen für unsere Kunden und für unsere Händler die ganze Importgeschichte, also über Zölle und was da so alles ansteht, weil das sicher nicht jeder so leisten kann, sich da dann in die Themen einzulesen. Das heißt, wir kaufen quasi oder wir übernehmen einfach den Vertrieb für Deutschland und übernehmen für unsere Kunden den ganzen Papierkram, damit man bei uns nur noch bestellen muss. Na, das sind doch mal überraschende Neuigkeiten aus dem Hause Faller. Der Modellbahner hört es sicherlich gern, dass es mit Hornby unkompliziert, so hoffe ich jedenfalls, weitergeht. Auf der Website sind aber noch viele Produkte mit einem roten Punkt versehen. Also gehe ich davon aus, noch nicht lieferbar? Ja, wir haben, wie man so schön Neudeutsch sagt, die Produkte schon mal angeteasert. Bis die dann Okay. verfügbar sind, dauert es einfach noch ein paar Wochen. Die Geduld muss man dann mitbringen, aber einfach um dir oder auch den Kunden schon mal zu zeigen, was alles kommt, haben wir schon mit auf die Webseite genommen. Man kann durchstöbern und dann in wenigen Wochen wird es soweit sein, dass man auch bestellen kann. Ja, und wir werden es Ihnen sagen, liebe Zuschauer, wenn in wenigen Wochen dann alles perfekt läuft, ist versprochen. Dafür gibt es ja die Sendung Freitalk. Tja, lieber Andreas, dann danke ich dir für das kurze Gespräch. Es war hochinteressant, war nett, mit dir wieder mal geplaudert zu haben. Und was kommt jetzt? Na, hoch die Hände, Wochenende. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Apropos Wochenende, was machst du eigentlich am Wochenende? Oh, mal ein bisschen rausgehen bei dem Wetter. Das bietet sich doch an. Das ist richtig und wichtig, aber nicht vergessen, mit der Modellbahn zu spielen und zu bauen. Das hattest du mir ja schon mal so gesagt. Ja, wenn's Ach, dunkel wird und dann. vielen Dank, lieber Andreas, und liebe Grüße aus der Hauptstadt in den Schwarzwald. Danke, Grüße zurück. Tschüss. So, liebe Freunde, jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Es gibt ja Autos, die es zum Kultstatus gebracht haben. Eins davon ist der VW-Bus T1 Samba. Ja, jetzt leuchten die Augen und werden manche wieder an ihre Jugendzeit erinnert. Stichwort Hippie-Bewegung, Flower Power, unendliche Freiheit und die passende Musik dazu. Und was habe ich dann noch so im Ohr? San Francisco Nights mit Eric Burdon und The Animals oder der Klassiker aller Klassiker mit Scott McKenzie, San Francisco. Ach ja, war eine verrückte, tolle Zeit. Aber jetzt zurück zum VW T1 Samba. Ein restauriertes Original heute ist fast unerschwinglich oder nur was für dicke Brieftaschen. Für einen etwas kleineren Geldbeutel, also für uns Modellbahner, habe ich das hier mitgebracht. Den Carson VW T1 Samba Bus, ein RC-gesteuertes Fahrzeug im Maßstab 1 zu 87 für die H0-Bahner. Die Fahrzeuge von Carson sind eigentlich ganz praktisch und sorgen für zusätzlichen Spielspaß auf ihrer Modellbahn. Zum Beispiel Frauen und Kinder steuern die Züge und der Papa fährt die Modellautos. Alle wichtigen technischen Infos übrigens finden Sie auf unserer Website und Fahrimpressionen gibt es von mir jetzt hier.
Noch mehr Fahrzeuge der Marke Carson finden Sie bei uns im Shop auf Xtreme24. Und jetzt unser Angebot für diesen wunderschönen T1 Samba. Sie bekommen ihn bei uns für unglaubliche 69,99. Die UVP ist 99,99. Sie sparen somit satte 30%. Der Preis versteht sich inklusive Märchensteuer, zuzüglich Versandkosten. Und die Lieferzeit ist 1 bis 3 Werktage. Ja, und wo wir schon bei Angeboten sind, da flatterten mir doch rechtzeitig die Pico-Neuheiten auf den Studiotisch. Und die möchte ich Ihnen natürlich auch nicht vorenthalten. In Spur H0. Die Top-Neuheit dieses Jahres, eine E-Lok-Baureihe 194, das deutsche Krokodil. Und das gibt es mit der Artikelnummer 51470 als Gleichstrom-Variante und mit der Artikelnummer 51471 als Wechselstrom-Variante. Das Modell hat eine digitale Schnittstelle, Plax 22, und der Sound ist selbstverständlich nachrüstbar. Mit der Artikelnummer 51337, ebenfalls eine E-Lok der Baureihe 120 FIST der Deutschen Bahn AG Epoche 6, eine neue Formvariante in Gleichstromausführung, hat ebenfalls eine digitale Schnittstelle Plax 22 und auch hier ist der Sound nachrüstbar. Und der dritte im Bunde, wiederum eine E-Lok mit der Artikelnummer 51812, eine E10 der Deutschen Bundesbahn in Epoche 3, eine neue Formvariante, ebenfalls in Gleichstromausführung, hat eine digitale Schnittstelle Plax 22 und der Sound ist nachrüstbar. Dann kommt noch eine sehr interessante und schöne Variante der V60 der Deutschen Reichsbahn in Epoche 3 auf Sie zu, mit der Artikelnummer 59436, ebenfalls eine Neuheit 2022. Dieses Modell hat eine digitale Schnittstelle nach NEM 652 und auch hier ist der Sound nachrüstbar. Mit der Artikelnummer, das letzte H0-Modell, 58243, ein Zweierset-Umbauwagen B3YG der Deutschen Bundesbahn in Epoche 3. Ja, und jetzt kommen wir zu den TT-Bahnern. Mit der Artikelnummer 47457, ebenfalls eine E-Lok, Baureihe 187 der Deutschen Bahn AG, Epoche 6, mit einer digitalen Schnittstelle NEM 658, Plax 22 und der Sound ist bei diesem TT-Modell nachrüstbar. Ein weiteres TT-Modell, eine Diesellok mit der Artikelnummer 47572, eine Hercules, Baureihe 223 der EVB, Epoche 6. Dieses Modell hat eine digitale Schnittstelle nach NEM 652. Und last but not least, für die N-Bahner haben wir natürlich auch was mit der Artikelnummer 40208, ein dreiteiliger Elektrotriebwagen Baureihe 442, Talent 2 der VBB, mit digitaler Schnittstelle nach NEM 658, Plax 12 und auch hier ist der Sound nachrüstbar. Ja, das war im Schnelldurchlauf die aktuelle Neuheitenankündigung des Monats aus dem Hause Pico. Noch mehr interessante Neuheiten oder Angebote finden Sie auf unserer Website von Xtreme24. Stöbern Sie einfach mal ein bisschen, es lohnt sich. Auf jeden Fall lohnt es sich auch immer, unseren kostenlosen Newsletter zu abonnieren, denn erfahren Sie die Neuheiten immer zuerst, sind bestens informiert und verpassen garantiert keine Angebote mehr. Das war's also für heute mit meinem Freitalk. Vielen Dank fürs Zuschauen. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal auf gleicher Welle und Kanal. Ihr Frank Puttig. Halt! Und nicht vergessen, jetzt hätte ich fast vergessen. Was war das Motto für die Woche? Hoch die Hände, Wochenende. Also jetzt ran an die Modellbahn. Machen Sie es gut. Tschüss.